Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder gruselige Dinge unter dem Mikroskop. Also seid gespannt, ihr könnt gerne wieder mitraten. Ich zeige erstmal die Produkte unter dem Mikroskop, anschließend löse ich auf. Viel Spaß dabei! Und hier ist das erste Produkt. So sieht's aus. Es ist natürlich ein Lebensmittel, was wir alle schon mal vielleicht gegessen haben. Gehe ich mal von aus. Das kann man jetzt nicht essen, was man hier sieht. Das ist nur die Schale. So sieht es dann aus. Mal gucken, ob ich es ein bisschen schärfer kriege. Ja. Wie gesagt, das ist die Schale. Jetzt kommt das Innere, was wir dann auch essen würden. Ja, nochmal kurz scharf stellen. So. Das wäre das Teil, was wir dann essen würden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Hat auch so ein paar Adern oder Gefäße oder wie man das auch nennt. Ja. Ist auf jeden Fall was Gesundes. Auch wenn es jetzt nicht gesund aussieht. Und könnt ihr schon erraten, was es ist? Es ist eine Walnuss. Gar nicht so einfach. Nun zum nächsten Artikel oder Produkt. Das sieht dann so aus. Ne? Sieht aus wie so, ja, sieht und aus wie so Asphalt irgendwie. Ja, sieht aus wie so Straßenasphalt. Sehr interessant. Schön glänzend. Sieht auch aus wie so Schmuck oder so. Ja. Ist es aber nicht. Wir machen das jetzt mal auf. Das Teil kann man, ja, kann man aufmachen. Viele machen es auf. So, und von innen sieht es jetzt so aus. Ja. Weiß und schaumig. Ja. Und wisst ihr, was es ist? Falls nicht, kommt jetzt die Auflösung. Und zwar, sieht jetzt nicht mehr so schön aus, handelsübliche Milchschnitte. Ja. Nun zum nächsten Produkt. Das sieht folgendermaßen aus. So. Ist, ja, sieht aus wie so ein Gewebe auf jeden Fall. Sieht aus wie so ein, ja, so ein Spinnennetz oder so Faszien. Genau, sieht aus wie Faszien. Ja, ist es aber nicht. So, jetzt gehen wir mal zur Seite, weil das hat auch noch einen Rand. Der Rand sieht dann so aus. Und könnt ihr erraten, was es ist? Ich glaube nicht. Ist nämlich nicht gerade einfach. Und zwar ist es ein Stück Toast. Handelsüblicher Toast. Nun kommen wir zum nächsten Produkt. Das sieht dann so aus. Sieht jetzt nicht sehr lecker aus, ist aber auch ein Lebensmittel. Wie man sieht, sieht man auch, dass dieses Lebensmittel zusammengestückelt ist. Wie man dann sieht, hier kommt wieder so eine Trennlinie. Dann kommt wieder irgendwas. Dann kommt hier so eine Blase. Ja, ja, nicht lecker. Ne? Ich löse auch direkt mal auf, bevor wir uns alle übergeben. Das ist eine handelsübliche, ja, Salami, die man so unterwegs mitnimmt zum Essen. Ja, nicht so geil, wie es sein soll. So, nun
kommt kein Lebensmittel, sondern was anderes. Was genau? Lass dich überraschen. Und zwar das. Das sind so Drähte. Sieht auf jeden Fall aus wie Drähte. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus, finde ich. Und wisst ihr, was es ist? Ich glaube nicht. Es war mein Kopf, meine Haare. Eklig, oder? Ah, jetzt kommen wir zum nächsten. Ob das jetzt besser wird, schauen wir mal. Und zwar sieht das so aus. Auch wieder so Drähte, so ein bisschen Katerlandschaft. Ja, ein bisschen komische Sachen. Ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz. Ja. Und wisst ihr, was es ist? Wohl kaum. Es ist mein 3-Tage-Bart. Ja. Besser rasieren, so wie das jetzt aussieht. Bäh. Nun zum nächsten. Nochmal scharf stellen. Das sieht dann so aus. Ja, sehr unspektakulär. Ja. Und wisst ihr, was es ist? Mein Ohr. Ist doch relativ sauber, oder Leute? Muss man doch mal sagen. Nun kommen wir zum nächsten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Das sieht so aus. Man könnte es eigentlich schon erkennen, was es ist. Falls nicht, dann ist mein Fingernagel. So, das war's auch schon wieder. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und viel Spaß fürs nächste Mal.